Der Bürgermeister der sauerländischen Stadt Altena, Andreas Holstein, ist bei einem Messerangriff verletzt worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatte ein 56-jähriger Deutscher den Politiker in einer Dönerbude angegriffen. Schlimmeres wurde offenbar durch den Besitzer des Imbisses und seinen Sohn verhindert. Sie überwältigten den Angreifer. Gegenüber RTL schilderte der Vater die Szene wie folgt. Zitat: Er hat sofort ein Messer gehabt und ihn am Hals verletzt. Mein Sohn und ich haben dann geholfen, meine Frau hat die Polizei gerufen. Bürgermeister Holstein konnte das Krankenhaus noch am Abend wieder verlassen. Er bedankte sich bei seinen Helfern. Zitat: Ich habe zupackende Menschen an meiner Seite gehabt und bin froh, dass ich noch lebe, sagte Holstein der Nachrichtenseite Lokalstimme. Der mutmaßliche Täter hatte bei der Attacke laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Bemerkungen über die Flüchtlingspolitik Holsteins gemacht. Altena wurde bundesweit bekannt, weil es mehr Flüchtlinge aufnimmt, als es nach dem Verteilerschlüssel aufnehmen müsste. In der vergangenen Woche wollte ursprünglich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Antrittsbesuch in NRW auch nach Altena kommen und sich dort mit Flüchtlingsfamilien treffen. Kanzlerin Merkel zeigte sich entsetzt nach der Attacke auf Holstein.